Und was macht ihr diesen Freitag? Hallo, liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anus der Schandmaul mit einer Eilmeldung. Hallo, liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anus der Schandmaul mit einer Eilmeldung. Ich sitze immer noch hier mit Manfred, dem Mittelmacher Mundschenk. Ja, eigentlich sind wir noch bei der Bierverkostung, aber ich wollte noch ganz schnell eine Meldung rauslassen. Und zwar, am Freitag spiele ich, und zwar wo? Im Wohnzimmer, und zwar in Wiener Neustadt. Also für alle, die mich mal live Musik machen, hören wollen, kommt's einfach nach Wiener Neustadt ins Wohnzimmer und dann werden wir einen lustigen Abend gemeinsam haben. Das war eigentlich schon wieder alles, was ich sagen wollte. Ich weiß, das ist jetzt zweite oder dritte News in Folge und es tut mir eigentlich auch leid. Wir werden demnächst mittelalterlichere Inhalte bieten und ich hoffe, dass ihr mir nicht allzu gram seid, dass das jetzt noch nicht passiert ist. Aber ich bin ein wenig im Stress und muss sagen, dass da unter anderem auch dafür mitverantwortlich ist, dass ich auf Twitch Livestreams mache noch zusätzlich. Und halt ich die Familie nicht komplett im Stich lassen will. Das heißt, ich muss neben dem ganzen Schneiden und Sonstiges natürlich auch am Abend noch der Familie was vorlesen und Sonstiges. Ich möchte halt die Familie nicht vernachlässigen, bloß wegen den Medien hier. Bitte um Verständnis, aber es ist Adventzeit auch für die Familie. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne weitere Woche. Vielleicht sehen wir uns am Freitag. Die Facebook-Veranstaltung ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn euch das Ganze gefallen hat, wisst ihr eh, liken, ansonsten Abo und klickt doch einfach, wohin ihr wollt, das freut mich auf jeden Fall, selbst die Leute, die uns immer wieder die Daumen nach unten geben und das regelmäßig schneller als das Video aus ist, das freut uns auch. Mich nicht. Jede Interaktion ist eine Interaktion. Ja, aber dann könnten sie dann zuschreiben, warum sie den Daumen nach unten geben. Ja, das könnten sie. Aber das ist zu anstrengend. Vor allem, wenn du das Video noch nicht geschaut hast, wie willst du dann wissen, was dir am Video nicht gefällt? Dann könnte er grundsätzlich schreiben, ihr seid zwar Vollblecher oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das könnten sie auch. Aber ich glaube, sie halten uns der Mühe nicht für wert. Oh mein Gott. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann beim Abonnieren das Glöckchen drücken nicht vergessen. Ich verabschiede mich. Bis die Tage. Tschüss, euer Adolf. Und heute mit Manfred, dem Mittelbacher Mundschenk. Prost. Wohlsein. Und am Freitag trinke ich nichts, da muss ich Auto fahren. Oder fast nichts. Torpediere mich nicht.